Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Ja, der Deutsche Leitindex hat sich gestern nach dem Feiertag eher lethargisch präsentiert. Kurzzeitig hat der DAX zwar den höchsten Stand seit September erreicht, allerdings musste er anschließend seine Gewinne wieder abgeben. Am Ende legte der DAX gerade mal ein kleines Pünktchen zu und schloss bei 12.345 Zählern. Wie es heute weitergehen könnte, das weiß für uns Viola Grebe in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Viola. Ja, ich glaube, der DAX war gestern nicht der Einzige, der nach dem 1. Mai etwas lethargisch war. Wie sieht es denn jetzt so kurz vorm Wochenende aus? Kommt da vielleicht noch ein bisschen Schwung auf? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ja, Conny, ich muss dich für den Start zumindest enttäuschen. Jedenfalls sieht es danach aus, als würden wir eher wieder lethargisch mit kleinen Abschlägen in den letzten Handelstag starten. Denn man muss sich ja angucken, woher kam es denn, dass wir gestern zwischenzeitlich über der 12.400 waren, aber aus dem Handel gegangen sind wir dann doch wieder deutlich drunter und gerade mal minimal im Plus. Es war vor allem die schlechte Laune der Wall Street und die war noch eine Nachwirkung der US-Notenbank vom Mittwoch. Denn da hatten wohl doch offensichtlich einige Marktteilnehmer damit gerechnet, dass hier eine Leitzinssenkung zumindest in Aussicht gestellt wird. War aber nicht der Fall. Das hatten wir dann direkt danach schon gesehen, aber eben auch am Donnerstag noch hier lange Gesichter an der Wall Street. Das heißt von der Vorgabenseite her auch, gestern ging es runter für den Dow um rund ein halbes Prozentchen. Ja, und man ist natürlich auch ein bisschen abwartend, denn aus den USA kommt ja heute noch am Nachmittag um 14.30 Uhr der Jobbericht, also die Arbeitsmarktdaten. Da wird man natürlich gerade in Bezug auf die Geldpolitik der Fed auch noch mal sehr genau hinschauen. Ja, und von den asiatischen Börsen ist im Moment nicht viel zu erwarten. In Japan wird ja schon eine ganze Weile jetzt gefeiert, was das Zeug hält, sprich auch nicht gehandelt an der Börse. Eine ganze Woche ist da nichts vom Nikkei zu erwarten. Die meisten chinesischen Börsen ebenfalls geschlossen. Mittlerweile auch feiertagsbedingt. Immerhin auf den Hang Seng kann man noch schielen und der ist leicht im grünen Bereich unterwegs. Also von der Seite eben auch, wie gesagt, nicht viel Anschubhilfe jetzt zu erwarten. Also sieht nach einem etwas mickrigen Start in den Freitag aus. Aber dann gucken wir mal. Gestern gab es ja einige Zahlen, die sehr gut ankamen. Und auch heute gibt es Zahlen zum Beispiel von BASF, von Adidas. Hauptversammlung ist bei RWE. Und am Nachmittag, wie gesagt, dann die US-Jobdaten. Also bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Viola, für den Überblick. Ja, liebe Zuschauer, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Schauen wir uns jetzt noch unsere Marktidee an. Das ist heute die Aktie von Bayer. Bei der Bayer-Aktie haben sich gestern die Bullen mal wieder zurückgemeldet. Bayer war mit einem Plus von fast 4% stärkster DAX-Wert. Dabei ist der Kurs bei hohem Handelsvolumen über die steigende 20-Tage-Linie geklettert. Jetzt geht es natürlich weiter mit wichtigen Widerständen, die in den Fokus rücken. Welche das sind, wie Sie darauf reagieren könnten, das lesen Sie in einer ganz ausführlichen Chart-Analyse, wie immer zu finden unter www.ids-daily.de. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen letzten Handelstag für diese Woche. Anschließend ein angenehmes Wochenende. Bis Montag hier.